Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute auch wieder ein längeres Intro. Wie du wahrscheinlich schon im Titel gelesen hast, geht es um die Gestaltung von der Karte in Gathertown. Und solltest du noch nicht wissen, um was es geht, schau in der Videobeschreibung nach. Dort ist die Playlist verlinkt mit einigen Videos zum Thema. Und in kurzen Videos wird erklärt, was das ist. Und in langen Videos kannst du mich beim Lernen begleiten. Heute soll das Thema sein, die Karte weiter zu gestalten, beziehungsweise im ersten Video habe ich so einen Gedanken gehabt, dass ich ja mal die eigene Schule irgendwie gestalten könnte, weil das war ja primär mal so ein Testzweck. Also ich habe quasi jetzt den gesamten Editor ausgenutzt, der Gathertown hier oder der in Gathertown verfügbar ist. Und ja, grundsätzlich kann man da schon extrem viel machen, aber ich habe mir gedacht, ich möchte das lieber hier nicht in Gathertown zeichnen, sondern mal mit so einem Tile-Map-Programm gestalten. Ja, und dazu habe ich ein paar Schritte vorher gemacht, aber mehr nach dem Intro. Ja, wie sieht das Ganze jetzt aus? Naja, ich gehe mal hier aus Gather raus und zeige dir mal Tiled Map Editor. Im ersten Video habe ich ja darauf angespielt, dass ich herausgefunden habe, dass hier bei mapeditor.org Gather als Sponsor auftritt. Die Software nennt sich Tiled und Tile heißt so viel wie Kachel. Also ich werde jetzt wahrscheinlich immer Tile sagen, ich habe mir das jetzt angewöhnt. Ich habe ungefähr eine Stunde recherchiert und mich versucht so hineinzudenken in das Thema und bin auf ganz, ganz viel draufgekommen, wie beispielsweise, dass eigentlich das fürs Game Design gedacht ist. Das lässt mich natürlich vermuten, dass Gathertown auch irgendwie so dieses Game Design hat. Wenn ich mal bei Google sozusagen nach Pokémon Screenshots suche, Pokémon Game Boy Map, dann sieht man ja ganz oft so diese Karten und das Interessante im Prinzip für mich ist, vielleicht noch Village, der Gedanke, dass man ja hier so Häuser hat und das könnte man ja natürlich jetzt in Gathertown auch machen. Das heißt, im Prinzip wäre dann der Space, beziehungsweise der erste Raum wäre so eine Karte und dann geht man zu dieser Tür und diese Tür ist ein Portal und dann im Prinzip im Haus, in vergrößerter Form natürlich, wie man es eben aus den Spielen kennt, ist dann das Haus aufgebaut mit vielleicht auch nochmal verschiedenen Räumen. Naja, das ist so im Prinzip der Grundgedanke und ich wollte ja eben die eigene Schule als Lernzweck verwenden, weil einerseits lerne ich dabei umzugehen mit der Software und andererseits hätte man dann die Schule in Gathertown oder wo auch immer. Oder könnt sogar ein Spiel daraus generieren. Ich bin auch drauf gekommen, dass es total einfach ist, im Prinzip so Basic Games zu machen oder zu programmieren, beziehungsweise halt zu entwickeln. Da gibt es ganz viele Editoren dafür, wo auch gar keine Programmierkenntnisse notwendig sind. Aber prinzipiell ist es so, sobald oder solange wir uns hier im kostenlosen Bereich befinden, also mit Open Source arbeiten, ist für die Spielentwicklung auf jeden Fall die Programmierung erforderlich und dann gibt es aber auch Bezahlversionen von diversen Anbietern. Die bieten das dann an, dass man halt im Prinzip sich sein Spiel zusammenklickt. Das erklärt jetzt ganz viel Müll im App Store natürlich, weil diese ganzen Clickbait-Spiele vorerst kostenlos und dann mit In-App-Kauf geht es erst wieder richtig weiter. Ja, die basieren irgendwie auf so einem Konzept und ich habe mir auch einen Typen auf YouTube angesehen, der in Photoshop solche Tilesets, so heißt das eben, wenn so eine, schauen wir uns gleich an, gezeichnet wird. Ja, das ist schon ganz schön aufwendig eigentlich. Also man muss hier echt jede Kachel im Prinzip fast einzeln zeichnen. Man kann natürlich viel duplizieren und kopieren und rotieren und dann funktioniert das auch ganz gut. Er hat auch gezeigt, wie man solche Kurven macht. Aber das ist mir wirklich zu viel Aufwand. Das ist ein Projekt für vielleicht einen Monat oder so, wo man jeden Tag am Abend immer 20, 30 Minuten oder vielleicht eine Stunde mal Zeit reinbuttert. Und naja,
Auf jeden Fall bin ich auf ganz viel draufgekommen. Ich habe mir jetzt Tiled runtergeladen und installiert und jetzt starte ich das mal dann im Anschluss und du kannst mich hier wieder begleiten, wie ich diese Software kennenlerne und vielleicht geht es sich sogar aus, dass ich eine Karte erstelle, so eine Basiskarte, vielleicht mit einem Schulhaus drauf und dass ich das dann in Gerber importiere. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Was mir natürlich noch fehlt, sind diese Kacheln und ich habe da schon eine Bibliothek hier mir zusammengeklickt und heruntergeladen. Dabei habe ich einige CC BY oder CC 0 eigentlich, also Creative Commons 0 Lizenz Open besorgt. Da gibt es einige oder ein paar, sagen wir so, die brauchbar sind. Man muss ja darauf achten, dass der Stil auch zusammenpasst, weil wenn man sich einfach von jedem Anbieter irgendwas zusammenklickt, dann passt ja hinterher die Karte irgendwie nicht zusammen vom Design. Und ich habe mir hier so ein Asset runtergeladen, das ist CC 3.0. Das heißt, ich darf es wohl verwenden und ich darf auch das Ganze verändern. Ich muss nur unter gleichen Bedingungen weitergeben und ich muss die Autorinnen oder Autoren nennen. Dazu haben die da auch wirklich so Credit.txt dazu getan. Grundsätzlich ziemlich cool, aber ich weiß noch nicht ganz, wie ich diese Credit.txt dann einbaue. Ich habe mir gedacht, wenn ich das in Gerber lade, dann muss oder dann ist sozusagen zu Beginn ein Zettel am Tisch und dort steht es drauf oder so irgendwie. Ja, mache ich mir dann später Gedanken. Jedenfalls habe ich das ganze Zeug oder relativ viel von dieser Seite, das ist opengameart.org und .org lässt schon darauf schließen, dass das eine Organisation ist. Das Coole dran ist, hier sieht man so eine Vorschau und also wie das dann aussehen könnte. Und hier kann man es dann auch gleich runterladen. Und hier steht dann auch nochmal Attribution Instructions, also die Bilder sind copyrighted und die sind unter Credit.txt, aber auf der linken Seite sieht man auch, das sind Lizenzen, also die General Public License, die greift ja bei uns im Prinzip nicht so wirklich oder so halb. Naja, Urheberrecht international ist sehr verschieden. Aber mit Creative Commons kann ich gut arbeiten, CC BY SA 3.0, da kann man nochmal draufklicken, dann sieht man auch, was ich darf, also you are free to, was darf ich, die Seite gibt es auch auf Deutsch übrigens, muss man halt übersetzen, und unten steht dann aber unter folgenden Bedingungen sozusagen, also nennen und wenn ich was verändere, darf ich das, aber dann muss ich das unter den gleichen Bedingungen weitergeben. Ja, also das ist eine super Sache, finde ich. Naja, und auf dieser Website opengameart.org gibt es auch ganz schön viele solche Tiles. Also das heißt im Prinzip unter Browse schaue ich mir hier die 2D Arts an, dann klicke ich auf Search und habe im Prinzip dann die Möglichkeit, hier verschiedene Sachen kennenzulernen. Da gibt es natürlich auch viel, ja, für mich Unbrauchbares, gell, weil Schwerter und sowas. Ich habe keine Objekte, mit denen ich sonst interagieren kann. Ich kann meinen Charakter in Gabbertown nicht anpassen. Also alles hinfällig. Naja, so, also und jetzt geht es mal hier um Tiled und da starte ich mal den Editor. Hier habe ich mir einen Ordner zurechtgelegt und habe die ganzen Tiles oder Tilesets mal da reingegeben. Ich kenne mich schon so ein bisschen aus. Das waren noch die Hintergrundbilder vom letzten Video. Und das... und das ist eine Skizze, die habe ich schnell am Tablet mal gezeichnet, so aus dem Kopf heraus, wie unsere Schule ungefähr aussieht. Also wir haben es ist ein mehrstöckiges Gebäude. Ich möchte eigentlich nur mal mit dem ersten Stock beginnen, weil dort gibt es das Lehrerzimmer und die Direktion und ein paar Klassen. Und das habe ich mal hier farblich dargestellt in der Mitte. Das ist ein Innenhof, da ist das Stiegenhaus, dann in Grau hier, das ist der Gang, also der man geht sozusagen unten rein, einmal durch Stiegenhaus nach oben und dann ist hier der Gang. Links in grün zwei Lehrerinnen und Lehrerzimmer, in der Mitte in rot Direktion und rechts sind so drei Klassen nacheinander. Hier haben wir noch einen Lift und auch ein Stiegenhaus und dann ist ganz, ganz groß der Turnsaal und Turnsaalgang und die Garderobe liegt auch drunter. Und da ist so ein kleiner Innenhofgang und da hinten ist dann so ein Garten. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit ich das alles designen werde, aber das Konzept soll so aussehen. Es gibt einen Raum in Gerber, der beherbergt ein kleines Häuschen und das ist die Schule sozusagen und dann gehe ich beim Eingang rein
und lande dann im Erdgeschoss sozusagen in diesem Bereich, also unter der Direktion, und dann habe ich nur vor mir die Möglichkeit, eine Treppe raufzugehen, und wenn ich die Treppe raufgehe, dann bin ich hier. Für mich persönlich ist die Perspektive ein bisschen ein Problem. Also die Schule ist Nord-Süd ausgerichtet, hier ist Norden, unten ist Süden, und also so ungefähr. Und wenn man aber ins Gebäude reingeht, dann geht man so rein und dann schaut man aber eigentlich wieder Richtung Süden. Und das ist mit den Perspektiven echt ein wenig ein Problem. Auch mit den Klassenräumen ist es ein bisschen ein Problem, weil wenn ich nämlich jetzt so in die Klasse reingehe, dann schaue ich ja im Prinzip genau in die andere Richtung. Aber naja, schauen wir mal, was ich da herzaubern kann. Teilt, starte ich mal. So weit war ich schon, und ich habe auch schon mal ein Projekt geöffnet, war dann aber ein bisschen überfordert und habe mir gedacht, okay, wenn ich das lerne, dann zeichne ich das einfach mal auf. So, hier habe ich schon gesehen, New Map, also das werde ich mir jetzt mal, also eine neue Karte generieren, New Map. Und beim ersten Mal habe ich einfach gleich weitergeklickt. Jetzt schaue ich mir das Ganze nochmal an. Ich habe schon gelernt, orthogonal, also rechtwinklig, ja, passt. Keine Ahnung, was Title Layer Format, da kenne ich mich noch nicht aus. Auch Render weiß ich auch nicht. Tile Size, auch wenn im letzten Video irgendwie, keine Ahnung, sich da 48 eingeschlichen hat, es ist 32 mal 32. Das heißt, ein Kästchen ist 32 mal 32 Pixel groß. Ja, das lasse ich so, und die Map Size, die mache ich nicht fixed, sondern unendlich. Macht das Sinn? Ja, ich lasse mal unendlich, weil ich weiß ja jetzt noch nicht, wie groß das wird. Ich denke mal, wenn es kleiner wird, kann ich ja auch das Bild, das daraus resultiert, zuschneiden. Oder? Ja, ich glaube schon. So, Save As. Und dann gebe ich dem mal einen Namen. Schule 1. Ja, Schule 1, okay, das soll ja eine ganze Welt oder neue Map. Naja, schaue ich mir mal an. Vielleicht kann ich das ja alles auf eine Map zeichnen. Na egal. So, und ja, da war ich dann schon ein bisschen überfordert, und jetzt schaue ich mir das Ganze etwas näher an. Also ich habe mal hier einen Bereich, das sieht so aus wie die Karte. Ich kann mit dem Touchpad navigieren. Oben haben wir Einstellungen. Aha, oder doch nicht? Aha, Edit Commands. Stempel. Oh, Terrain. Cool. Ach so, wahrscheinlich muss ich da dann diese verschiedenen... Naja, okay, sehe ich eh. Okay, füllen. Eraser. Eraser ist auch mit E. Gut zu wissen, ist gleich wie in GitHub, braucht man nichts Neues lernen. Hier könnte ich dann wahrscheinlich nochmal, jawohl, hier kann ich nochmal einstellen, wenn ich was anderes haben möchte. Okay, die Properties brauche ich eigentlich nicht. Und kann die kleiner machen. Ja, okay. Mache ich einfach mal kleiner, vorsichtshalber, nichts wegklicken, weil wer weiß, ob ich das dann wieder bekomme. Ja, ich kann jetzt nichts zeichnen, weil ich natürlich kein so ein Tileset habe. Also ich habe schon, hier im Hintergrund sind sie wohl. Und jetzt probiere ich einfach mal, das hier reinzuziehen. Also ich habe hier, was nehme ich denn jetzt? Da habe ich nämlich ein paar. Hier habe ich schon so ein Schloss oder ein Haus. Ich ziehe das mal rein. Das klappt. Ah, super. Ja, und das heißt, praktisch, das heißt dann auch so wie das Bild, das gefällt mir eigentlich. Das landet dann auch irgendwo. Ah, das landet eh genau dort. Oder nimmt's. Also Source, nein, passt. Ja, Teil, das passt. Und Collection of Images based on Tileset Image. Naja. Embed in Map ist, glaube ich, eine gute Idee, weil das heißt dann, dass dieser Teil hier auch in die Datei geschrieben wird, denke ich mal. Okay. Und jetzt ist eben das. Das ist echt lustig. Das heißt, auch die Teile hier, die sind so angeordnet in diesen Kästchen. Und das erklärt vielleicht, was im letzten Video mich so verwundert hat, dass ein fix fertig zusammengepresstes PNG-Bild in GABA plötzlich wieder löschbar ist. Also da konnte ich ja, obwohl ich das Bild als Hintergrundbild hochgeladen habe, plötzlich trotzdem den Boden löschen und so weiter. Und das ist wahrscheinlich die Zauberei dahinter.
weil ihr das Bild genau auf diese Kästchen passt und dann ist halt ein Kästchen weniger. Wahrscheinlich ist es so. Ja, okay, ich starte mal mit zum Haus. Okay, das ist echt verdammt klein, das ist ja nur ein Kästchen groß. Sollte ich dann vielleicht das hier machen? Man kann mehrere markieren, das ist auch gut. Ah, so. Also wenn die das Schulhaus so eine Burg ist, schaut sicher auch lustig aus. Aber ich glaube, das ist einfach zu hart. Und das ist auch viel zu, wie soll ich sagen, viel zu klein eigentlich. So, das ziehe ich mir mal jetzt größer. Und dann mal einfach mal Gras hier außen herum. So. Und auf dieser Fläche werde ich dann das Haus platzieren. Dam, dadam, 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 dadam. Und ganz schnell und einfach habe ich dann alles grün. So, okay. Was ich dann jetzt noch machen werde, ist, ich werde mir hier unter... Jetzt muss ich nochmal schauen, welche Dinge ich hier habe. Das ist Gras. Okay, das auch. Ob ich da nicht irgendwas habe, was zu den ganzen passt. Ja, das hier zum Beispiel. Dann kann ich mir nämlich so einen Weg hin machen. Vor der Schule ist eine Straße, also würde das vielleicht am ehesten passen. Und da sieht man schon diese Unterschiede, sagen wir so. Das hier und das hier, das sind komplett verschieden. Daher muss man wirklich darauf achten, was man da so nimmt. Ja, aber das passt ganz gut. Ziehe ich mir auch mal da rein. Und das geht jetzt nicht. Okay, es wäre zu einfach gewesen wahrscheinlich. So, das heißt, ich arbeite auch mit Ebenen. Ist vielleicht ganz gut. Background. Minimap. Object Layers. Objects. Naja. Tilesets. Da ist ein Häkchen. New Tileset. Export. Embed. Edit. Edit. Das ist ja nicht ganz unpraktisch. Könnte ich mir die mal... Also na, löschen kann ich nichts. Oder? Kann ich nicht, na. Okay. Oder ich glaube, ich kann es nicht. Jetzt sehe ich schon so, dass... Ah, das wird das Tileset wird dann geöffnet. Plus, was macht das? Ah, Property. Okay. Mal wieder zu. Dann eben New Tileset. Und dann gehe ich hier unter Browse auf... und dann Gather. Na, Desktop und Gather. Und dann schaue ich mir mal an, ob ich da was habe. Weil da waren so Häuser im Screenshot ersichtlich. Sogar ein Ofen. Als ob ich den Ofen brauche. Naja, wobei, vielleicht. Das sind mal Stiegen. Brauche ich später auch. Kitchen, House, ja. Okay, Open. Gebäude. Okay. Da Gebäude, dann werde ich das noch... Habe ich jetzt Embed aktiviert? Ah ja, Embed in Map ist jetzt standardgemäß aktiv. Passt also ganz gut. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie ich das denn hier gestalte. So. Das ist mal transparent, aber wenn ich es drauf presse, dann ist natürlich der Hintergrund so. Das heißt, ich brauche eine neue Ebene. Tile Layer. Okay. Schule. Juhu, es funktioniert. So. Das macht keinen Sinn, aber eine Türe macht Sinn. Ach so, vielleicht doch so. So. Ah, aber in den... das wird ganz schön aufwendig.
Das kann ich ziehen wahrscheinlich, ja. Sieht aber nicht so cool aus. Da gehe ich nochmal hier. Na, egal. Ich werde schon irgendwie rausfinden. Das sind so Fenster. Okay. Ja, wieder mal keine Ahnung, wie das genau geht. Jetzt mit E kann ich radieren. Jetzt radiere ich das mal weg und auch die Schule. So. Und dann mache ich hier bei der Wand mal das hier. Einfach mal da her. Zack. Und dann das Gebäude, aber nur oben. Vielleicht Schule, so. Ah, mit Steuerungstaste kann ich auch verschiedene auswählen. Ah, so sieht das vielleicht schon besser aus. Nein. Wie mache ich da ein Haus? Open Game Art. Ich schaue noch mal, weil da war ja im Prinzip die Vorlage von dem Haus ersichtlich. Da muss ich mir jetzt noch mal durchklicken. Oder wie hieß denn das? So. Das hieß LPC Base Assets. Das kopiere ich mir noch mal und dann suche, ja, suche. Vielleicht finde ich das ganz schnell. Und kann mir dann das Vorschaubild anzeigen. Ja, so könnte das aussehen. Jetzt wird mir einiges klar. Das heißt auch, ich habe hier so ein Dach. Ach so. Diese Schräge. Ah, ich glaube, jetzt verstehe ich das schon eher. Das heißt, den Bereich, den nehme ich mal so. Und dann kommt im Prinzip das so her. Und auf der anderen Seite wieder zurück. Jetzt macht das mehr Sinn, ja. Ach so. Ah, das ist die Mitte. So. Und dann wahrscheinlich so. Ah, und da gibt es eine dunkle und eine helle Seite. Dann spielt man sozusagen auch ein wenig mit dem Licht. Schaut das besser aus? Nein. Gar nicht so einfach. Dann kommt es eher dahin. So. Sieht das jetzt schon besser aus? Ja, es sieht besser aus. Ja, ach, das ist ein Kamin. So. Ach, da brauche ich wieder eine neue Ebene. Kamin. Ja, vielleicht unten, so. Ja. Ja, und dann kommt die Mauer. Das hier sozusagen, so. Und dann auf der rechten Seite auch. Und dann in der Mitte. Oder? Fenster wären auch noch ganz nett. Wieder eine neue Ebene Fenster. Oder wahrscheinlich müsste ich es halt einfach in der anderen Reihenfolge machen. Na, es geht ja gar nicht ohne. So, Fenster und dann noch die Türe. Das kann ich jetzt auf der Fensterebene lassen. Und hier die Stufen. Okay, so rum, Stufen und dann die Türe. Ach, das ist überblendet. Türe. Juhu, die Schule ist fertig. Ja, eigentlich ziemlich lustig. kurzes Gefühl des Stolzes jetzt gerade. Aber das sieht komisch aus. Also da ist irgendwie was anders.
das schaue ich mir nochmal an. Da ist so eine Ecke. Vielleicht lasse ich es einfach so. Ach so, Blödsinn. So? Oder ist es dann so gemeint? Das sieht ja auch komisch aus. Ach, das wird sein. Okay. Nochmal zurück. So, Schule. Jetzt presse ich da drauf. E. So, auf welcher Ebene liegt das? Oh, man muss echt aufpassen, dass man hier nicht die falschen Ebenen auswählt. Ja, das war's. So. Vielleicht sieht es so besser aus. Irgendwie nicht. Irgendwie sieht es nicht so gut aus. Nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Vielleicht lasse ich es auch so. Okay, also damit das nicht die unendliche Geschichte wird, lasse ich die Schule jetzt einfach mal so. Und der Plan ist im Prinzip, man geht hier zur Tür und durch die Tür sozusagen gelangt man über ein Portal in Gerbertown dann in einen anderen Raum und das wird dann der Eingangsbereich mit Stufen oder sowas. Ja. Was ist denn das? Naja. Okay, so, dann habe ich jetzt hier, statt Gebäude gehe ich wieder auf Different Map. Achso, und jetzt wollte ich ja noch eins, und zwar hier unter Browse, da habe ich ja auch die Möglichkeit, hier Natural, da habe ich nämlich ein paar. Ist das hier bei Typ 1? Nein, das ist bei Different Map Nature. Autumn, Ice, Nature. So, das nenne ich einfach nur Nature. Wieder Embedded Map. Auf OK. Nature. Passt. Okay, jetzt muss ich vielleicht noch ein bisschen den Hintergrund verändern. Dann nehme ich mal jetzt das hier. So. Ich muss immer wieder anklicken, damit der Radiergummi wieder abgewählt ist. Nochmal E drücken bringt nichts. Naja, so schaut zwar die Schule nicht aus, aber das ist ja total egal. Das ist jetzt der Hintergrund. Und jetzt nehme ich mir noch so einen Weg. Vorne wäre eigentlich eine Straße, aber Weg ist auch okay. Finde ich halt okay, sagen wir so. Sehr gut. Ups, es sieht schon ziemlich cool aus eigentlich, wenn man das so gestaltet. Mit den Ecken. Gefällt mir gut. Auch da eine Ecke und dann so weiter rauf. Dann sieht das Ganze schon etwas realistischer aus. Falsch, hier. Ja, und damit kann man eigentlich dann schon arbeiten, finde ich. Ja, doch. Doch, doch, doch. Jetzt wäre noch schön. Gibt es da noch was anderes? Na, ist total egal. Ein Hinweisschild. Hui. So, da machen wir mal Schild. So, weil da kann ich ja dann im Prinzip oder wie mache ich denn das dann eigentlich? Schild. Kann man das dann interaktiv gestalten? Bin mir noch nicht sicher, sonst kann ich dieses Schild ja ganz einfach hinterher in Gerbertown einfügen. Ich kann ja so eigene, keine Ahnung wie das heißt, eigene Dinge mitgestalten. Und da haben wir noch Blumen.
Blumen, so. Setzen wir noch ein paar. Sieht ein bisschen unnatürlich aus, so. Oder Pilze oder was auch immer. Sieht eigentlich auch ganz in Ordnung aus. So, da noch ein Stein, da noch ein Stein. Ja, das gefällt mir. Irgendwie ist es echt lustig. Könnte mir vorstellen, dass das eine Freizeitbeschäftigung wird. So, ein Zaun wäre noch schön. Fence. Da habe ich aber was. Da gibt es irgendwo Fence. Habe ich schon gelesen. Da ist nix. Castle. Das sind nur Schilder, Brücken. Ah ja, hier. Bench and Chest. Und da gibt es irgendwo Fences, genau. Wooden Fence. Wooden Fence möchte ich nämlich gern haben. Das kann ich hier hinzufügen. Holzzaun. Super. No tiles found in the tileset image when using to given tile size margin and spacing. Spacing. Eins? Nein. Okay, wie funktioniert das? Ich könnte ja eigentlich mal hier unter Terrains was einfügen, oder? Tilesets. Nein, ist egal. So. So mache ich das. Und zwar, das war jetzt hier eins darüber. Unter Gather habe ich das, unter Natural. Ja, genau, Natural einfach. Und dann Fence. Ah, hier ist es. Wooden Fence. Ach, schade, das ist jetzt eigentlich nicht, das ist ja gar kein, also kein, keine komplette Vorlage. Das heißt auch, ich muss das irgendwie, wie kann ich denn das bearbeiten? Export, Edit. Das machen wir jetzt Edit. Und kann ich hier was hinzufügen? New? Nein. Hier? Open, Save As. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier diesen Wooden Fence hineinbekomme. Nein. Auch nicht. Das ist ja jetzt sehr schade. Ich würde gern. Das ist ja interessant. Ich würde gern hier was reingeben. So vielleicht? Arrow. Unrecognized Tile Format. Ah, verdammt. Ich hätte es so gerne. Aber ist egal. Okay, vielleicht kann ich ja das Fence dann in Gather Editor noch hinzufügen. Jetzt lasse ich das mal so. Ich speichere mal ab mit Command S. Und werde mir das mal runterladen. File Save, gesaved habe ich. Export as Image. Das landet wo? Na, ich möchte es gern auf Desktop und Gather haben. So, Gather, Schule 1. Only include visible, ja. Draw tile grid, nein. Das Grid soll man nicht zeichnen. Okay, exportieren. Und dann sollte das jetzt eigentlich hier auftauchen, oder? Ah ja, unten. Schule. Ah, das ist aber jetzt BMP. Das ist jetzt eigentlich blöd, oder? Die wollen ja PNG haben. Aber da steht eh PNG. Export. Ach so, vielleicht ist BMP dabei gestanden. Ja, okay. Schule 1 PNG. Funktioniert. Das kann ich noch öffnen und dann zuschneiden, oder? Macht das Sinn? Oder soll ich es lieber nicht zuschneiden? Ich schneide es mal zu. Im schlimmsten Fall exportiere ich es nochmal. Speichern, schließen. Und jetzt gehe ich hier in Gather.
und mache mir mal wieder was Neues. Lounge. Schule habe ich ja noch nicht, deswegen einen neuen. Lernit Schule. Wieder mit einem Passwort, damit niemand reinkommt. Custom. Alles gestern schon gelernt. So, ich muss mal beitreten, sonst wird der Raum nicht gespeichert. Habe ich auch schon gemerkt. So, und jetzt bin ich da drinnen und ich bin getrappt, wenn ich herumgehe, weil ich habe nur ein Kästchen, habe ich auch schon gelernt. Also, ich werde hier jetzt im Map-Editor ganz einfach mal diese Map editieren, Upload Background, und da habe ich dann Gather und Schule 1. Ah ja, habe ich ja zugeschnitten, genau. Und hoffentlich passen jetzt die Kästchen genau drauf, weil sonst gibt es ein Problem. Ja, die passen drauf, super. Nur das erste ist grün. Ach, das ist ja der Starting Point. Und dann kann ich das jetzt direkt hier unter Tiles, den Spawn-Bereich hier hinsetzen. Und den kann ich löschen. Ja, perfekt. Dann sieht das so aus. Das gefällt mir wirklich. Jetzt mache ich das Ganze noch so, dass man hier nicht herumlatschen kann. So. Aber was ich jetzt schon sehe, ist, dass das so ein wenig drüber geht. Also, ob das jetzt perfekt ist, ist die Frage. Vielleicht beim nächsten Mal doch nicht zuschneiden. Weil wenn es größer ist, ist ja auch eigentlich egal, oder? Sollte eigentlich total egal sein. So, beim Schild kann man auch nicht gehen und das Schulgebäude kann man auch nicht... Ja, das ist jetzt genau das Problem. Naja. So, also man kann es nicht betreten, den Stein kann man auch nicht betreten. Da muss man sich vorher echt überlegen, wo man die Steine hinsetzt. So, naja, soll mal so sein. Speichern, okay, das ist wieder Custom Entrance und dann gehe ich mal da rein, go to space und schaue mir das an. Ja, das ist echt lustig. Man kann nicht entlang gehen, man kann durch den Stein nicht durchgehen, durch Schild nicht, durch die Schule nicht. Ja, und das ist natürlich nicht so cool. Jetzt werde ich das nochmal exportieren. Export as Image. Ja. Und Replace, ja. Und da gehe ich nochmal in den Mapmaker. Und werde hier nochmal den Background updaten. Weil vielleicht passt das dann etwas besser. Oh, jetzt ist natürlich alles verschoben, aber ist egal. Kann man ja löschen. Naja, ob das jetzt viel besser ist, bezweifle ich eigentlich, weil die Steine sind ja jetzt erst recht wieder so. Naja, dann kann man halt über einen Stein drüber gehen. Ist jetzt auch halb so wild. Auf jeden Fall das Schild nicht betreten und die Schule nicht betreten. Dann mache ich es eben so. Um ein bisschen Realismus reinzubringen. So. Dann kann man wohl hier drauf gehen, aber ja, okay, vielleicht ist es ganz so realistisch ist es nicht. So. Diesen Stein hier kann man nicht betreten, diesen Stein auch nicht und da kann man auch nicht hin. Okay, und dann noch einmal außen rundherum. Das mache ich aber jetzt so. So sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Da kann man sowieso nicht raus, weil das ganz links ist. Da könnte ich vielleicht noch lernen, dass ich im Prinzip links noch eins freilasse. Aber ist ja egal. Speichern. Okay, und dann nochmal den Raum betreten. Join. Dann kann ich da herumlaufen. Jetzt kann ich halt über den Stein gehen. Also so ein bisschen auf jeden Fall. Hier nicht, aber hier. Ja, 100% gefällt es mir nicht. Aber es ist gar nicht so schlecht. So, und hier muss dann das Portal sein. Gefällt mir. Edit in Map Maker. Und jetzt wäre es natürlich cool, wenn ich hier im Map Maker zum Beispiel dieses Schild augmentieren könnte oder halt interaktivieren.
Aber da kann ich nicht drauf. Da kann ich natürlich nichts machen. Was ja eigentlich sehr schade ist. Aber hier unter Tiles plus Create New kann ich mir ja ein eigenes raufladen. Fans. Na, nicht Fans, sondern. Wo war denn das? Ach, das war ja jetzt Teil von dem, oder? Oder doch nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Different Map, ja. Da ist das Schild. So. Kann ich das so öffnen? Upload. Ja, wahrscheinlich ist das jetzt das ganze Paket. No Interaction. Ja, voll. Das ist das ganze Paket. Das ist natürlich blödsinnig. Das heißt aber auch, ich könnte, wenn ich einen einzelnen Zaun habe, dann kann ich mir diesen Zaun schon hernehmen. Also da macht das Einzelne dann doch wieder Sinn. Das war hier unter Fans. Ja, ganz genau. So, da habe ich einmal links, einmal rechts, einmal in der Mitte und das ist nach oben hin. Mache ich mal so. Upload. No interaction, place object. So. Ja, ganz genau. So. Und dann gleich nochmal. Create new. Upload. Dann das rechte Ende. Aber da merkt man jetzt schon, also mit Gather das dann so zu machen, das ist ja total zeitaufwendig. So. Und einmal das linke. Das ist ja die unendliche Geschichte dann. So, weil da muss ich jedes Mal jedes einzelne Ding dann raufladen. Also für so ein Schild macht das schon Sinn. Aber es passt nicht ganz genau. Das heißt, ich müsste das so machen und dann das linke Ende hier hinsetzen. Ja, ganz so perfekt ist es nicht. Jetzt mache ich das mal fertig, nur zur Demonstration sozusagen. Upload. Damit man dann auch sehen kann, was damit so funktioniert. Ja, eben das. Das sieht nicht so super aus. Aber okay, wieder mal meckern auf hohem Niveau. Das soll man nicht betreten können. Jetzt ist der Stein natürlich komplett umsonst. So, aber man kann am Schild nicht vorbei. Das ist vielleicht auch keine so eine schlechte Idee. Objects nochmal. Hier kommt auch ein Zaun hin. Sieht eigentlich sieht das überhaupt nicht gut aus mit dem Zaun. Das habe ich mir anders vorgestellt. Lassen wir mal so. Vielleicht werde ich mal hier in dem Editor in Tiled einfach mal das Ganze umgestalten. Wenn ich mal Lust und Laune habe, weil das Gute ist, wenn ich hier einfach nur was drauf pflanze, also Zaun zum Beispiel, und das Bild dann wieder auf Gather hochlade, dann bleiben mir die roten Flächen gleich, weil sich ja hier an der Größe nichts geändert hat. Und das ist ja eigentlich dann wieder das Praktische. Ja, damit bin ich schon mal soweit und kann mir einen neuen Bereich hinzufügen. Eingangsbereich. Und im Eingangsbereich da auch wieder blank und soll ich mir da jetzt einen Eingangsbereich in Gather zeichnen? Ja, zeichnen wir mal selber. Und zwar soll das so sein. Also das ist so ähnlich sieht der Eingangsbereich aus. So, bis zum vorletzten. Und drinnen ist dann im Prinzip irgendein Boden. So. Und da geht man rein und dann gibt es vorne eine Stiege.
Aber eigentlich möchte ich alles hier im Map Maker machen. Das heißt, ich mache mir hier aus der Map. Können wir das kopieren? Duplicate. So. Group. Ah, das ist cool. Ja, da mache ich alles in einer. Ja, das mache ich so. Kopieren. Und zwar unter Gebäude. So. Und dann blende ich mir das aus. Und dann habe ich eine neue Gruppe. Und das ist Eingangsbereich. So, wie heißt das hier? Custom Entrance. Custom Entrance. So, der Eingangsbereich, den schiebe ich mir drunter hin, damit ich nicht immer nach oben klicke. Und da wähle ich mir gleich einen Teil-Layer und wie nenne ich den? Wände. Kommt da rein. So, Wände. Und da gibt es ja jetzt hier unter Gebäude. Ja, das sieht komisch aus. Hier different. Gibt es hier was, was ich brauchen kann? Nein. Dann schaue ich mir nochmal das hier an. Ob es hier irgendwas gibt, was ich hier verwenden kann. So, für den Gebäudebau sozusagen. Bench, Brush, Fence, Flower, Grass, Ground. Alles ist nur so. Ah, cool. Steinmauern, Skulpturen, Tree Stones, okay. Das ist mir eigentlich total zu wenig. Aber ich habe eine Idee. Weil ich kann mir ja hier das Bild runterladen. Ah, ich werde es nochmal editieren. Und unten auch die Wand hier hinsetzen. Weil da kommt mehr rein. Ja, genau. Das lasse ich so. Zack. Und dann speichere ich mir das ab. Download Background. So, und jetzt, ich glaube, ich muss mir hier mal einen neuen Ordner machen mit 1 Gather Images. So. Und das nenne ich dann Gebäude. Und zwar Custom Entrance. Und schiebe das da rein. Und das kommt auch da rein. Und das soll jetzt der Eingangsbereich sein. Weil hier kann ich ja einen neuen Image Layer hinzufügen und dann kann ich das vielleicht da reinziehen. Oder doch nicht. Objects Mimimap. Remove, Show Height. Gibt es hier vielleicht unter Edit irgendwas? Ich sag's euch. Das ist komplizierter, als ich gedacht habe. Hier. Ah ja. Und jetzt geht's auf einmal, oder wie? Vorhin ist das ja nicht gegangen. Aber wo das ist, keine Ahnung. Das ist schon ziemlich weird. Warum? Jetzt muss ich mir mal hier unter Natural Tiles nochmal diese Wooden Fence hier hinziehen und schauen, ob das geht. Embed? Ja. Okay. Ja, und das geht nicht. No Tiles found. Also versteckt sich vielleicht in diesem PNG irgendwas oder gibt's da, also habe ich noch nie gehört, aber egal. Ah, oh. Ja, wie cool ist das denn? Kann ich mir jetzt da den... Teils jetzt, wie habe ich denn das vorhin gemacht, so, oder?
Ach so, jetzt bin ich da im Image. Ach so. Dann mache ich das so. Background. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Hier habe ich jetzt den ganzen Eingangsbereich. So. Und den kann ich mir einfach hier hinsetzen. Ja, wunderbar. Und dann habe ich schon. Okay, different. Jetzt wäre noch so eine Stiege ganz cool. Und da war ja vorhin beim Gebäude die Möglichkeit da, dass man hier so Stiegen setzt. Und die Stiegen sehen eigentlich nicht so wirklich aus wie Stiegen. Das sieht eigentlich überhaupt nicht aus wie Treppenstufen, also außer die ersten beiden. Aber ich kann nur immer pro... Ja, das funktioniert natürlich nicht. Dann nochmal hier. Das ist Fans. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Mal schnell durchschauen. Da ist keine Treppe. Different Map. Da. Bench and Chest. Brushes. Holzstumpf. Fans, Flowers brauche ich auch nicht. Grass auch nicht. Ja, das sieht natürlich... Ach, verdammt. Ich habe ja gar nichts. Ich habe ja keinen... Okay. Na, egal. Vollkommen egal. Ich werde mir hier einfach... Jetzt mal das mal so ein bisschen größer. Das habe ich. Gebäude. Ja, Gebäude nehme ich jetzt. Mache ich so. Das ist der Eingangsbereich. So, drei links, drei rechts. Das sieht eh nicht so schlecht aus. Und dann im nächsten Schritt. Jetzt schaue ich mal, was da passiert, wenn ich da einen neuen Layer mit Treppe einfüge und den drunter hingebe. So. Und wenn ich mir dann hier so Steine... Ah, okay. Aber so oder so würde es auf jeden Fall funktionieren. Dann mache ich es eben so. Und dann wieder Background. So mache ich es jetzt. So, Treppe. Zack. Ja, sieht nicht... sieht einfach nicht schön aus. Ich kann nichts machen, dass es nicht schön aussieht. Vielleicht mit Steinen. Sieht ziemlich heftig aus. Ziemlich, ziemlich heftig. Aber ich lasse es jetzt so. Also das ist der Eingangsbereich. Da könnte man dann vielleicht noch so ein paar Hinweisschilder oder sowas einfügen. Vorne mache ich noch einen anderen Boden. Speichern. So, File. Dann Export Image. Dann haben wir Schule. Eingangsbereich. So, Export. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich die Benennung immer gleich habe. So, Gather Images. Eingangsbereich. So, Gebäude. So, das ziehe ich mir wieder da rein. Und in Gather werde ich jetzt hier den Background updaten. Und zwar hier Gather Images, Eingangsbereich. So, Loading. Hoffentlich haut es jetzt mit den Kästchen hin. Haut nicht hin. Oh mein Gott. Das ist ja viel zu groß. Wie könnte ich das dann machen? Ich aktualisiere mal, ohne zu speichern. Vielleicht lande ich dann wieder beim Alten. Okay, also Eingangsbereich, den mache ich dann in Gather, Start Blank, ja. Draw Your Own, passt gut. So. Auch das, ups.
Scheiß zu weit, auch das hier. Na, eins weiter. Das hier weglöschen, das hier auch weglöschen, so. Eine Tür wäre natürlich schön, aber alles kann ich auch nicht. So, da kommt mal ein Boden hin. Dann ist es so, hier wird sozusagen so ein bisschen Steinoptik erzeugt. Und da mache ich das so, immer eins dunkel, eins hell. Sieht zwar jetzt nicht super aus wie Stufen, aber sagen wir mal besser als nix, oder? Vielleicht mache ich das doch hellgrau, ja. So. Und dann kommt man sozusagen rein und dann gibt es halt irgendeine Information. Ja, vielleicht doch dunkler, ja. So, und da ist irgendwas anders. Ah, das habe ich verwendet. So. Wie sieht das so aus? Ah, sieht auch nicht gut aus. Und das sieht so nach Wand aus eigentlich und nicht so nach Boden. Vielleicht habe ich dann noch was anderes, was hellgraues. Ja, okay. Sieht ein bisschen aus wie ein Schloss, aber ist ja auch in Ordnung. Zack. Und dann kommt noch hier das Ganze hinein, dass man nirgends hinlaufen kann. So. So, okay. Und hier soll man auch nirgends hinlaufen können. Vielleicht speichern natürlich. Ach ja, übliches Problem. So. Speichern. Dann nochmal hier hin und dann. Was machen wir denn da? Irgendwas Düsteres. Achso, das ist ja das Gleiche. So vielleicht. Na, sieht auch, das sieht einfach, sieht einfach nicht gut aus. Das Dunklere. Das ist schon das Dunkle. Okay. Dann machen wir es hier hell. Und oben dunkel. Okay. Also, den Eingangsbereich habe ich schon mal. Jetzt mache ich hier beim Custom Entrance ein Portal. So, Portal. Und zwar einmal hier, Portal to Room, Eingangsbereich. Und im Eingangsbereich hier. Genau. Und dann bin ich im Prinzip schon fertig. Ich muss das Ganze nur noch in die andere Richtung auch machen. Das heißt, auch wenn man zurückgehen will, werde ich hier ein Portal hingeben, also einmal links, Portal Custom Entrance, hier hin, dann nochmal Portal Custom, auch hier hin, und nochmal Portal, eigentlich ist das gar nicht so klug, oder? Custom Entrance, na egal. Ja, wie immer, ein wenig ausprobieren, go to space, join und dann bin ich schon da. Der Zaun muss wieder weg, der Zaun sieht komplett bescheuert aus. So, jetzt gehe ich da rein und bin dann da drinnen. Aber irgendwie ist es auch komisch, dass die Karte dann da rechts unten ist, oder? Hätte ich das links oben zeichnen sollen, oder? Wahrscheinlich. Ja, das mache ich noch und dann werde ich das Video beenden, weil sonst wird es wahrscheinlich wieder ewig lang werden. Ja, jetzt nochmal Eingangsbereich und zwar zeichnen. Ach, das ist das Problem, ja. Genau, ich sollte hier beginnen. So. So wäre es wahrscheinlich besser, ja. So, und auch die Floor-Sachen. Und den Rest mache ich dann später. Das macht natürlich mehr Sinn, wenn das links oben ist.
Langsam bekomme ich so ein bisschen ein Gefühl für die Logik von diesem Programm. Dafür mache ich jetzt den ganzen Eingang gleich anders. Und zwar so zum roten Teppich. Ganz genau so. Und dann geht man im Prinzip da durch. Und da oben, keine Ahnung, platziere ich vielleicht noch die Türe hin oder so. Und da außen herum gibt es dann die Möglichkeit eben, wie soll man sagen, so Infopoints kennenzulernen. Links und rechts. So vielleicht. Das sieht auch grausam aus. Das sieht einfach nicht gut aus. Na, ich lasse es so. Ich lasse es einfach so. Save. Und dann lösche ich noch die ganzen lustigen roten Bereiche weg. Also zuerst mal muss ich den Spawn hier hinsetzen. Dann kann ich den anderen Spawn weglöschen. Portal kommt auch weg. So. Und den... Ah, der ist schon von selbst weggegangen. Auch nicht unpraktisch. So, einmal rundherum. In der Schule sage ich immer, einmal rundherum, das ist der Umfang. So, und jetzt nochmal Portal hier hin und dann zurück auf den Custom Entrance und das mache ich jetzt da und hier auch. Custom Entrance und auch dahin und da, da und Custom Entrance und dahin. Und also nochmal speichern und dann umgekehrt auch. Mal weglöschen. Da, Custom, Eingangsbereich, dahin, da. Na, nochmal löschen. Da, Eingangsbereich in die Mitte. Speichern. Okay, so, und im Eingangsbereich, ich lasse das alles jetzt mal ganz rudimentär. Betrete nochmal den Raum und schaue mir das nochmal an. Und dann kann ich hier, jetzt bin ich gefangen, aber es macht nichts, ich kann ja hier Reset Position. Oh, oh, oh. Nochmal im Mapmaker nachschauen, wo hier der Spawnpoint gesetzt ist. Ach, der hat sich ja verschoben. Das ist natürlich blöd. So, Spawn, weg damit. Und den Spawnpunkt setze ich da, da. Speichern. Okay, go to space, join und jetzt mit Reset Position komme ich jetzt wieder rein. Wunderbar. So, rein da. Genau, jetzt bin ich da drinnen. Okay, kann mich eigentlich auch frei bewegen. Das wäre sozusagen der Eingangsbereich. In Wirklichkeit ist der ein Stückchen kleiner, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Im Prinzip möchte ich haben, dass man da dann rauf geht und dann kommt man im Prinzip schon im ersten Stock an. So, wieder zurück, also rein in die Schule. Ja, das ist eigentlich cool. Wenn man in die Schule reingeht, dann gibt es links und rechts irgendwelches Infomaterial. Aber dazu dann viel später und viel mehr. So sieht es schon gar nicht so schlecht aus. Vielleicht mache ich diese Karte etwas größer, sodass man draußen auch ein wenig herumspazieren kann. Der Zaun kommt auf jeden Fall wieder weg. Das sieht überhaupt nicht cool aus. Manche Steine liegen gut, manche Steine liegen schlecht. Das Schild muss noch irgendwie augmentiert werden oder halt bereichert werden. Das werde ich wahrscheinlich in Gava dann machen. Aber ja, egal. So funktioniert es schon mal und ich finde es eigentlich ganz cool. Man kann sich so kleine Pixelwelten bauen. Naja, in diesem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.